So, hallo und willkommen bei der Hunter Call of the Wild. Ja, die Hasen sind da und da geht's heute gleich mal auf Jagd. Mit dabei ist die Anna. Moin. Ja, und die hat jetzt schon mal ein bisschen reingeschaut. Die kennt sich ein bisschen aus, also auskennt noch nicht so wirklich, aber sie hat schon ein paar Hasen erlegt und wollte ich mal sagen, die Anna kann uns ein bisschen was erzählen und wir gehen einfach mal los und gucken, ob wir ein paar Hasen finden. Let's go. So machen wir das. Warte, ich mache noch meinen Duftneutralisierer drauf. Habe ich schon? Weil du hast gesagt, die riechen sehr gut. Und können schlecht gucken. Das steht zumindest im Shop so drin. Also ich habe jetzt auch nur mal eine Stunde gespielt seit dem neuen Update. Oder Patch, wie man es auch nennen möchte. Und das letzte Mal war ich hier, unterhalb der Bahnunterführung. Und Ja. hier ist Belmont, ne? Sehen wir doch gerade, oder? Ja. Und da hatte ich mich dann mit einem anderen, der auch sehr jagdbegeistert war, hier so zwischen die beiden kleinen Teiche gestellt. So, da ein Stück weiter vorne. Ich muss einmal gucken. Wir können ruhig noch ein Stück weiter vor. Und das Wichtigste ist halt einmal hinsetzen. Erstmal ein bisschen gucken. Weil so auffällig sind die gar nicht. Wenn ihr euch daran erinnert, da hatten wir ja immer die ganz kleinen Hasen überall. Die sind minimal größer. Und wenn ihr die seht, dann sind die relativ klein trotzdem noch. Aber hoffe ich mal, dass wir was sehen. Es gibt keine Lockrufe, es gibt keine Lockmittel irgendwie, um diese Tiere anzuziehen. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn man irgendwie mal so einen Call macht für irgendwelche Hirsche oder so, da kommen die wohl auch ab und zu mal raus, um zu gucken, huh, was ist denn hier los? Ja. Wir springen da jetzt einfach mal ein bisschen rein, gehen nochmal ein Stück weiter nach vorne zu dem Fluss direkt hin. Und gucken wir. Genau, so machen wir das. Ja, es gab ja mal diese Hasen so in-game. Die waren immer ein bisschen lästig, weil die haben auch so richtig doll rumgeraschelt. Und dann waren die ja mal plötzlich weg. Ich sag mal, das war jetzt gar nicht so aufgefallen, plus irgendwann hat man sich mal gewundert, wo sind denn die Hasen hin? Ja, stimmt. Ja, müssen wir mal schauen, ob die, wenn du sagst, sie sind ein bisschen größer. Ja, aber nur minimal. Also wenn du sie siehst, also ich hatte jetzt schon ein paar Mal das Problem, dass ich mein Fernglas halt hier draußen hatte, dann geguckt habe und sie auch nicht direkt markieren konnte. Ein bisschen seltsam, muss man vielleicht sich auch ein bisschen reinfuchsen. Aber ich hatte jetzt ab und zu mal so zwei, drei auf einmal oder mal ein paar mehr, dass die so in so fünf, sechs kommen. Aber man muss erstmal ein bisschen schauen. Okay. Die geben halt kein richtiges Geräusch von sich, nur ab und zu mal so ein Warngeräusch, das hörst du aber nicht, das siehst du nur. Da muss man halt immer ein bisschen schauen. Ja, mal gucken können wir gut. Denke ich auch. Nee, die nicht, hast du gesagt. Warte mal, da sehe ich eine Elch. Nee, ich warte, die logge ich mal an. Und die Losung von den Hasen ist auch relativ klein. Da hinten ist auch ein Elch. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal das Problem, ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist oder das vielleicht jetzt mal so ein Einzelfall war beim Spielen. Aber da habe ich viele kleine Fußspuren halt von den kleinen Hasen da gehabt. Und dann habe ich sie mir halt markiert. Und dann wurde mir das als Elchspur dargestellt. Also Aha. oben rechts, ganz komisch. Okay. Vielleicht nur ein Fehler, ist ja erst seit heute Kann draußen. sein, ja. Mit dem ich gespielt habe, der hatte das Problem jetzt nicht. Vielleicht war das nur einmal bei mir. Kann ja sein, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, ich hatte ja vor dem Patch gespielt, da ist der Elch. Ich hatte ja vor dem Patch gespielt und dann hatte ich meine Mission gerade erfüllt, wollte gerade rausgehen, also aus diesem Menü davon, und bin sofort gekickt worden aus dem ganzen Spiel raus. War ein bisschen seltsam, aber Mission hat er trotzdem noch genommen. Sind ganz schön viele Ruhegebiete.
Was machen wir denn jetzt mit dem Elch? Wollen wir den in Ruhe lassen oder wollen wir den erlegen? Ja, lass ihn sonst erlegen. Weil er läuft bei mir gerade so ein bisschen. Ja. Hast du drauf? Wo so hin? Ja, ich soll auch rechts an die Seite schießen. Warte Da, er mal. dreht sich gerade. Ach, da ist er. Ja, ich kann. Ja, ich auch. Sag Bescheid. 3, 2, 1. Ja, da rennt er. Bei mir war er auf einmal weg. Hier gerade mit dem neuen Visier, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Oh ja, also mir ist das zu groß. Das ist irgendwie kleiner, finde ich, so im Sichtfeld. Und zoomt zu weit ran. Also man verliert da ganz schnell die Orientierung. So, mit Daniel, da wo ich jetzt stehe, du siehst mich ja nicht. Kommst du Ich hab dich rascheln hören. mal ein bisschen zum Fluss? Da hinten ist ein Elch. Da ist auch ein Elch. Da sind viele Elche unterwegs. Die verstecken sich halt auch gut. Du siehst die auch nicht unbedingt gleich sofort. Die sich auch im hohen Gras mal verstecken und so. So, da hinten habe ich einen. Was? Wo? Zwei, Warte. drei, vier. Vier Also komm mal Hasen. hier zu mir, Okay. Kann und ich kann sie nicht laufen? markieren. Setz mal Wo dein bist Fernglas du? ab und dann guckst du mal in die Ich. Richtung. Ne, ohne Fernglas, weil Warte mal, ich muss doch mal selber gucken einmal. da habe ich ja manchmal Da. Da. diesen Fehler, dass Geradeaus du. durch, Richtung Osten und ein bisschen links vom Osten weg. Ach da. Häschen. Ah. Ja, siehst du sie? Ja. Auf Kannst du Wanderschaft. sie markieren? Nee. Nee, da sind sie zu weit weg oder es geht nicht. Oder wandern sie? Meine Waffe raus. So. Also es macht auch keinen Sinn, auf die zu schießen, wenn die richtig laufen. Also entweder sitzt dein Schuss oder nicht. Das Ich würde jetzt meist. gerne einmal drauf schießen. Wollen wir? Was nimmst du da? Die 270er? Ja. Ich nehme mal. Die 223. Ich weiß zwar nicht, ob die auf die Entfernung geht. In der Beschreibung steht es, dass sie für lange Schüsse geeignet ist. Okay, dann mal los. Da ist ein Elch. Warte mal. Ach, da sind sie. Scheiß auf den Elch. Die hopsen aber so schnell. Einer sitzt. Ja, Ich schieße. den der sitzt. Ja, los. 3, 2, 1, los. Oh, ich habe zu weit unten geschossen. Schon wieder zwei unten. Hast du gesehen, was ich meine? Du brauchst nicht drauf schießen, wenn sie laufen. Nö. Die sind so schnell unterwegs, Ach, wenn die weglaufen. ja, das stimmt schon. Achso, und was für die anderen vielleicht interessant ist, es wird einen, also es gibt irgendwie fünf verschiedene Färbungen und einen Albino-Hasen. Also da war ein Grauer dabei. Ich habe auch so einen hellen gesehen. Ich schieße jetzt auf den Elch hier. Warum ist das Gebiet so rot hier bei uns? Da schon geballert hat vorhin wie so eine Irre. Wo ist denn der Elch? Ach, dort. Da ist ein Hase. Hinterm Elch im Gebüsch. Der schießt drauf. Muss Muni wechseln. Das neue Visier ist aber irgendwie komisch. Da hast du recht, daran muss ich mir erstmal gewöhnen. Keine Chance. Ah, lass mal ein Stück dahin sonst. Ja, ich habe schon null Distanz auf 300 Meter. Was du halt hier schon hast, ist da in dieser Bauchenreihe, wo ich gerade rauf gucke, ne? Ja. Da sind immer viele Hasen. Da ist gerade ein Elch. Nee, ein Schwarzwildhirsch. Entschuldigung. Den tue ich ihm nicht. Und ich hatte mich mit Daniel hier vorne hingestellt. Und dann konntest du immer links gucken, Tiere,
schießen und dann dich nach rechts drehen und in die andere Baumreihe gucken, weil irgendwie umrunden die einen. Hier zumindest. Es wird sicherlich ganz interessante neue Missionen geben damit. Ja, bestimmt. Wollen wir da mal rüber? Mal gucken, vielleicht haben wir einen getroffen. Man weiß es ja nicht. Weil das ist ja wirklich alles so rot hier. Aber eigentlich nicht. Hast du jetzt geschossen, Neighbor? Ja. Hallo? Nicht getroffen. Ach, da sind sie. Oh, verrissen. Oh, den haben wir getroffen. Oder ich. Hast du ihn getroffen? Der Du. Weiße, ja. Ja, der Weiße. Also, graue. Ja, ist er grau, ist er weiß? Grau. Silbern. Wie gesagt, also Daniel hatte irgendwie schon drei verschiedene gesehen. Ich Boah. hatte auf die Guck. Weltkarte gar nicht drauf Hast du geachtet. auch so einen großen Fleck auf der Ja. Karte? Ich glaube, das ist auch unter anderem der Elch. Nur lass mal hingehen. Wenn man. Die laufen halt meist, wenn du irgendwie schießt, so Richtung Wald wieder hoch. Ach, da liegt ein Elch. Ich denke, das ist ein Stein. Guck mal da, wo ich hingucke. Das Weibchen hat mir auch beide drauf geschossen. Ja. Aber ich laufe dahin. Lauf du rechts rum, ich laufe hier links rum. Da ist noch ein Elch. Wollen wir den nehmen? Ich markiere mal. Warte, nee. Da hinten ist auch einer. Du Hier meinst hier im Wasser? den. Ja, genau den. Ja, okay. Wohin? Bereit? Warte. Ja. 3, 2, 1. Oh. Tot. Ja? Ja. Oh, schön. Hattest du schon Fußspuren gesehen? Jetzt? Ne, ist ein Weißwedelhirsch. Aber sehe ich auch gleich da drüben. Du hast gut getroffen. Muskel-Lendenwirbelsäule. Hat die auch drauf gezielt, also kurz hinterm Schulterblatt. Also drüber. Oh, ich sehe gerade. Da sind Hasen. Ach, das sagt mir überhaupt nichts. Ich guck mal, ob ich sie markieren kann. Ich sehe nämlich Hasen. Sie kommen. Wo stehst du? Bleib mal stehen. Ja. Guck mal nach links, Ja. genau dahin und da an den Bäumen. Da sind sie. 210 Meter östlich, so ein bisschen kurz vor östlich. Hier ist Die kommen gerade alle auf dich, die kommen auf dich zu. irgendwas flackert hier in meinem Fernglas auf, aber ich kann es nicht. Ja, da sind die. Also hier ein Stück links noch. Also dann sind die aber im hohen Gras drin. Bisschen, ja. Warte, mach dich mal klein. Tier und Hecken. Was? Ein paar. Ach, was? Ach, ein Präriehase. Ja. Was ich jetzt. Halt so, darf ich auf Ach, einen da ist schießen? er. Nee, warte. Ich mach Nee, mit. die laufen gerade auch. Einer saß gerade. Ja, jetzt nicht mehr. Wo sind sie hin? So, ich habe einen. Da muss ich drauf schießen. Ich hatte noch keinen. Oh, nicht getroffen. Oh, wie viel sind denn das?
Nur Weißwedelhirsch. Und hast du schon einen Call gesehen? Nein. Dann kommt drohendes Klopfen. Ich gehe mal näher ran. Ich habe heute irgendwie kein Glück mit Schießen. Nee, du bist so total weit weg. Das macht ja nichts. Jetzt schieße ich auf größere Sachen. Guck mal, hier sind so eine Fußspuren. Sehen, ob das die Hasen waren. Ja. Fünf Stück. Gut, ich sammle den erstmal auf. Wenn ich den wiederfinde. Ich hätte gerade auf einen Weißwedelhirsch geschossen. Irgendwie das Gefühl, dass meine Munition heute scheiße ist. Schlecht, bescheiden, streich das S-Wort. Sag mal, siehst du von deiner Position aus noch den Elch? Ja. Wo ist denn der? Ich sehe den nicht mehr. Östlich. Da hinten bist du. Ja, ich gehe gerade drauf zu. Richtung Hochsitz. Da, nee. Doch, da liegt einer. Nee, aber hier lag doch noch einer, den wir vorhin abgeschossen haben. Also ich sehe nur den, worauf ich eigentlich zugehen könnte. Ach so, das ist der vielleicht ja. Oder? Ich meinte den, den wir vorhin quer übers Das Wasser geschossen Männchen? haben, ja? Na, guck mal, das ist das. Nee, das ist Weibchen. Und wo ist dieser Hase, den ich erlegt habe? Und weiter rechts. Du bist schon zu weit, glaube ich. Hat Jo gesagt, der lacht ein bisschen so auf so einer Anhöhe. Warte, wollen wir uns sonst mal den Hochsitz hier machen? Dann müssten wir eigentlich hier gut überblicken können, oder? Ja, können wir machen. Ach, hier liegt er. Hast du ihn? Ja. Kommst du mal her? Ich komme. Du musst Porträt stehen. Das wird doch viel mehr Sinn machen, wenn ich Fotos von dir mache. Ja, das bringt ja nichts. Guck mal, die sind alle, ich glaube, in die Richtung gerannt. Ja. So, Hallo? einmal hinhocken. Guck, wie groß der ist. Ja, ich nehme mal Paparazzi-Position ein. Warte. Jetzt liegst du halt drauf. Nimm mal eine Waffe in der Hand, bitte. Genau. So. Halt, bitte lächeln. Ruhig. Nee, Sieht man's? sieht man gar nicht. Guck's ganz grimmig. So, warte, jetzt nehme ich noch auf. Mein erster Hase. Oh, in Popo geschossen. Salbino? In die Hüfte. Grau. Männlich, 3 Kilo, grau. Punkte links. Trophäenwertung 3,2, Effizienz 100, Ethik 0, Punkte 465, Bronze. Obwohl ich mir da 223 geschossen habe, kein Ethikbonus. Vielleicht weil Ich ich ihn nehme mal. so blöd getroffen habe. Keine Ahnung. Hat dein Hase so viel Blut verloren hier? Oder ist das der Elch? Der Elch gewesen sein. Achso, hast du schon gesehen, dass dein Hunter's Mate sich ein bisschen verändert hat? Ja, irgendwie Fußspuren sind da drauf und Enz. Ich weiß nicht, was die Ents bedeuten. Und ich weiß auch nicht, wo die Blutspur hier längs geht. Ah, da. Das war aber nicht das Tier, was ich da aufgenommen habe. Also, der muss eigentlich in diese Richtung liegen, wo ich hingehe. Den Okay. haben wir da unten am. Du musst ja nicht schleichen. Ja, warte. Den haben wir am Wasser erlegt und dann ist er noch ein Stückchen gerannt Richtung dem Hase.
Ja, die Hasen sind ja trotzdem alle noch hier. Wächst sie auf. Ja, ich will. Ich treib sie auf. Ja, das hatte Daniel auch versucht, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber dass es für die auch kein Logbuch gibt. Also ich hatte gelesen im Shop, dass die Tiere eigentlich keine geselligen Tiere sind, abgesehen halt in der Brutzeit, ist ja klar. Aber es müsste trotzdem Logbuch dafür geben. Es wundert mich, dass sie halt keinen gemacht haben, weil sonst die Jagen halt so mega schwer macht. Naja, aber ich sag mal, das Spiel ist ja ein bisschen real. Ich weiß nicht, ob es für Hasen Lockruf gibt. Ja, dann will ich Köder auswerfen. Keine Karotten. Nee, ich glaube, das zieht auch nicht. Ich glaube, Hasen jagst du doch bloß mit Hunden und so. Tust doch einen Bau. Die aufschrecken. Also ich habe hier noch keinen Bau gesehen. Ja. Oh, hier ist, glaube ich, eine Kuttel, eine Hasenkuttel. Der Ja. Kleine, ne? Ja. Dann standen wir teilweise hier und haben dann auch immer mal auf die andere Seite vom Wasser geguckt. Dann waren die da in den Bäumen drin. Aber ich tue mich halt schwer, die mit dem Fernglas zu markieren. Keine Ahnung. Nee, ich hatte vorhin auch bloß den einen, der saß. Ich habe ihn gar nicht gesehen, bloß immer das Fernglas, was aufgeblinkt hatte. Naja, aber ich würde mal sagen, für die erste Folge war er eigentlich erfolgreich. Erster Hase ist erlegt. Viele werden folgen. Ja, viele werden folgen. Wo bist denn du? Ich muss mal wieder deinen Namen einblenden. Man sieht Rechts dich von nicht. dir. Rechts? Ah, hier im Gebüsch. Ja, da würde ich mal sagen, dann soll es das gewesen sein für die erste Hasenjagd. Macht's mal Okay. gut. Bis später. Tschüss.